Wir freuen uns auf Top-Fußball. Willkommen, liebe Zuschauer, und willkommen auch Hansi Küpper. Guten Tag an alle. Danke, Wolf. Es ist großartig, hier zu sein. Es geht heute maximal um die goldene Ananas. Doch für Spieler und Trainer ist es eine Art Bestandsaufnahme. Und genau darin liegt heute der Reiz. Das Publikum ist da in der Hoffnung auf ein großes Spiel. Beide Teams werden sich in der Anfangsphase sicher bemühen, die Räume eng zu machen. Da scheint sich eine Lücke aufzutun. Jetzt im 16-Meter-Raum. Genau vors Tor. Ein ganzes Stück vorbei. Sind nun mal klar. Im Moment der Ballabgabe stand der Spieler abseits und der Linienrichter hat das ganz genau beobachtet. Vollkommen richtige Entscheidung. Und es bleibt mir nur noch Zeit, um auf Wiedersehen zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Pass abgefangen. Und er spielt den Ball zurück. Guter Pass. Kein schlechter Versuch, aber dann doch ziemlich dürftig im Abschluss. Etwas unglücklich das Ganze, denn ich glaube, der Torhüter war nicht auf der Höhe des Geschehens. Da hat er das Spiel gut gelesen. Kein Vorbeikommen in dieser Szene. Immer noch er. Versucht er aufs Tor zu ziehen. Nicht umsonst nennen sie ihn den Flankengott. Steht da jemand vor dem Tor bereit? Nicht gut gearbeitet da hinten. Gut gemacht. So wurde der Angriff gestoppt. Oh, der probiert es aus dieser Distanz. Oh, die Chance leichtfertig vergeben. Da ist er unkonzentriert zum Abschluss gekommen. Den hat er verzogen. Und ab geht's zum Pausentee. Die Spieler verlassen das Feld und gehen in die Kabine. Hansi, wie hast du Durchgang 1 gesehen? Die Fans sind nicht so recht zufrieden, Wolf. Und ich kann es verstehen, sie spielen gut. Aber sie treffen das Tor zu selten. Ich kann den Trainer ja bis hier oben hören. Nun macht ihn doch endlich mal rein. 45 Minuten sind absolviert im Rückspiel. Und die Pausenansprache war, wie man hört, durchaus kritisch. Ab jetzt müssen die Spieler das umsetzen. In der ersten Halbzeit hat sich keine Mannschaft einen Vorteil erspielen können.
so macht das Spaß. Es war kein schlechter Schuss, aber leider für den Torwart zu berechenbar. Das war wahrlich kein leichter Schuss, aber der Torwart hat seine Sache glänzend gemacht. Exakt angekommen. Druckvolles Angriffsspiel und so gibt's jetzt den Einwurf. Kann er sich weiter durchtanken? So macht das Spaß. Gute Möglichkeit für eine Flanke. In der Mitte fordern sie schon den Ball. Das fantastisches Tor. Damit ist der Torreigen eröffnet. 65 Minuten sind vorbei. Und kraftvoll mit rechts getreten. So, das Spiel ist damit eröffnet. Wurde aber auch... Dieses Tor hat aber wirklich lange auf sich warten lassen. Was sagen Sie? Das denke ich auch. Jetzt müssen Sie alles dran setzen, den Ausgleich zu schaffen. Findet er einen freien Mann? Wird er aufs Tor ziehen? Er schießt aufs Tor! Weit daneben. Der Treffer wäre gut gewesen für die Moral an sich. Das hätte sie endgültig ins Spiel zurückgebracht. Richtig, Wolf. Der Ausgleich hier wäre ungemein wichtig gewesen. Und zurück zum Torhüter. 60 Minuten sind durch. Das musste der Unparteiische einfach abpfeifen. Jetzt will er es wissen. Ein unglaublich robuster Spieler. Er setzt sich allein durch. Versucht es rechts. Womöglich die Chance aufs nächste Tor. Gefahr fürs Tor. Tor! Ein unhaltbarer Schuss mit rechts. Das war ein weiterer, schwerer Schlag ins Kontor. In den letzten paar Minuten dieser Partie. Tolle Leistung. Der Großteil der Fans ist ab. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein, denn die Zeit ist fast um. Was meinst du, Hansi? Allerdings, Wolf, jetzt müssen sie das Letzte aus sich rausholen. Jetzt könnte was gehen. Ob es der Abwehr gelingt, auch weiterhin so effektiv zu bleiben? Nichts geht mehr. Das war's. Heute haben sie eine kräftige Tracht Prügel bezogen. Kannst du uns noch etwas zum Spiel sagen, Hansi? Ja, Wolf, allerdings, es gab ein paar Lichtblicke für Sie. Vielleicht können Sie ja darauf aufbauen.